Herzlich willkommen zur nächsten Abschlussprüfung. Ich muss euch das ja nicht sagen, ihr habt es schon am Titel erkannt. Es geht um die Abschlussprüfung 2017, Wirtschaftsschule Bayern. Und ja, dann fangen wir gleich mal an mit der Aufgabe 1. Ja, Frau Petra Knapp, Inhaberin eines Bekleidungsgeschäfts in Marloffstein, verschafft sich einen Überblick über ihre Finanzen. Sie besitzt einen Sparbrief mit 10-jähriger Laufzeit in Höhe von 45.000 Euro. Nach Auskunft der Bank wird der Auszahlungsbetrag 78.707,53 Euro betragen. Berechnen Sie den Prozentsatz pro Jahr, mit dem das Kapital verzinst wird. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Sie hat also zum Zeitpunkt 0 45.000 Euro angelegt. Das war vor irgendwann. Und nach 10 Jahren bekommt sie 78.707,53 Euros. Ja, und die Frage ist, mit welchem Zinssatz werden jetzt die 45.000 Euro verzinst, damit sie auf diesen Betrag kommt? Die Aufgabe kann man lösen mit Hilfe der Zinseszinsformel. Das ist so typisch für diese Abschlussprüfungen. In der Regel ist die erste Aufgabe meistens mit dieser Zinseszinsformel zu lösen. So, schreiben wir uns mal die Formel hin. Die Formel heißt auch Leibnizsche Endwertformel. Das K0 ist das Kapital zum Zeitpunkt 0 und das ist dann der Endwert. So, in diesem Fall ist KN 10. So, setzen wir die Werte ein. Q ist der Aufzinsungsfaktor. So. Geteilt durch 45.000. Jetzt die 10. Wurzel zuerst und dann ziehen wir gleich die 1 auch ab. Und wir erhalten. Und somit beträgt der Zinssatz 5,75% pro Jahr. So, 1.1 ist fertig. Dann geht es weiter mit 1.2. Zur Modernisierung ihres Geschäfts hat Frau Knapp in der Vergangenheit ein Darlehen mit nachschüssiger Annuitätentilgung aufgenommen. Am 31.12.2016 erhielt sie von der Bank einen Überblick. Wir sehen den Zeitraum. Das ist das Jahr 2016. Sie hat folgende Zahlungen getätigt, nämlich die Zinsen gezahlt und die Tilgung gemacht, die man hier zwar jetzt nicht direkt sieht. Man sieht aber am Anfang des Jahres 2016, wie hoch die Restschuld war und am Ende des Jahres 2016, wie hoch dann noch die Restschuld ist. Und mit diesen Angaben soll man jetzt einen Tilgungsplan aufstellen für die ersten 2 Jahre. Also für 2016 und 2017. Okay, statt Periode schreibe ich jetzt hier das Jahr rein. Also zu Beginn des Jahres 2016 hatte sie noch eine Restschuld von dann die Zinsen, die anfallen und die Restschuld am Ende von 2016 ist auch bekannt. Gut, wir brauchen jetzt die Tilgung und die Annuität. Wir berechnen die Annuität für das Jahr 2016. Das heißt, die Differenz aus diesen beiden Beträgen ist die Tilgung. Somit ergibt sich, also die Tilgung im Jahr 2016 beträgt 9.546,04 Euro. Jetzt können wir die Annuität berechnen. Ich schreibe jetzt keinen Index dazu, weil die Annuität ja immer gleich hoch ist bei einer Annuitätentilgung. Somit gilt es für alle Jahre. Und die Annuität setzt sich zusammen aus den Zinsen aus dem Jahr 2016 plus die Tilgung aus dem Jahr 2016. Da, wie ich schon bereits gesagt habe, die Annuität konstant ist, gilt sie auch für das nächste Jahr. Die Restschuld am Ende des Jahres 2016 ist die Anfangsschuld des Jahres 2017.
Ich berechne die Zinsen für das Jahr 2017. Die hängt natürlich von der Restschuld zu Beginn dieses Jahres ab. Wird mit der Zinsrate oder mit dem Zinssatz berechnet und der Zinssatz beträgt, ja, ich mache mal schnell eine Nebenrechnung. Ja, das ist die Restschuld, nicht mehr die Restschuld K 2016 mal I ist der Zins im Jahr 2016. Das heißt, I ist der Quotient aus dem Zins aus dem Jahr 2016 und der Restschuld aus dem Jahr 2016. Wir erhalten. Gut, das ergibt dann den Wert von 2,65%. Gut, jetzt können wir die Zinsen fürs Jahr 2017 ausrechnen. Dann die Tilgung. Das ist die Annuität minus den Zinsen. Jetzt ziehen wir von der Restschuld die Tilgung ab und haben dann die Restschuld am Ende von 2017. Das war's. Wir haben jetzt diesen Tilgungsplan aufgestellt für die ersten beiden Jahre. Für 2016, 2017. Okay. Gut, 1, 2 auch geschafft. Gleich die nächste. Nach Aussage der Bank wird die Restschuld am 31.12.2017 noch 113.470,16 Euro betragen. Zu diesem Zeitpunkt plant Frau Knapp einen Teil des Auszahlungsbetrages aus dem Sparbrief in Höhe von 60.000 als Sondertilgung einzubringen. Berechnen Sie, in wie vielen Jahren Frau Knapp das Darlehen vollständig zurückbezahlt haben wird. Ja, ein bekannter Typ. Wer die letzten Videos gesehen hat, weiß, wie das läuft. Man trägt sich die Raten auf. Schauen wir mal nach. Ja, wir wissen, dass es eine nachschüssige Annuitätentilgung ist. Gut, schauen wir uns dann einfach mal die Zahlenachse dazu an. Der Zeitpunkt ist ja unbekannt. Wir wissen ja nicht, wie lange es dauert. Deswegen habe ich hier wieder N aufgezeichnet. Und wir tragen jetzt die Raten ein. Es handelt sich um eine nachschüssige Annuitätentilgung. Somit ist der Ratenverlauf so einzuzeichnen. Also, ihr müsst natürlich diese Zahlenachse nicht zeichnen, aber es ist fürs bessere Verständnis. Da sie die Sondertilgung getätigt hat, nämlich von 60.000, bedeutet es zum Zeitpunkt 0. Also ich betrachte das ab dem Zeitpunkt, ist die Restschuld. Also um Zahlungsstürme miteinander vergleichen zu können, muss ich die Restschuld, die als Leistung betrachtet wird, zu dem Zeitpunkt N aufzinsen, genauso wie die ganzen Annuitäten, die Restschuld verringern, werden auch zum Zeitpunkt N aufgezinst und das Darlehen ist dann zurückgezahlt, wenn die Restschuld 0 beträgt. Deswegen macht man Folgendes. Naja, schauen wir uns mal kurz die Formel dazu an. Es handelt sich um eine Kapitalminderung. Und deswegen verwenden wir die Formel. Ich möchte zu der Formel noch was sagen. Na, ich schreibe sie erstmal hin und dann erkläre ich nochmal was dazu. Die Restschuld wird als K0 bezeichnet und die Restschuld zu dem Zeitpunkt N. Naja, vielleicht hätte ich. Okay, also so steht es in der Formelsammlung. Das V ist halt ein beliebiger Zeitpunkt, da wir jetzt aber Zeitpunkt N haben, ersetze ich jetzt einfach diesen Index. Jetzt gibt es aber ein kleines Problemchen. Die Restschuld hier wird mit Kn bezeichnet. Ist nicht ganz richtig, weil wenn wir uns jetzt die Merkhilfe anschauen, Kn wird eigentlich die Restschuld bezeichnet, die n Jahre aufgezinst wird. Und von dieser Restschuld ziehe ich ja dann den Rentenendwert, das ist ja der Rentenendwert einer nachschüssigen Rente. Ob das jetzt A oder R heißt, spielt keine Rolle. Deswegen, ja, das wird stillschweigend akzeptiert. Eigentlich dürfte ich hier, weil das ist ja mein Kn. Das hier ist doch mein Kn. Ja, wenn man sich die Formel hier anschaut, K0 mal
hoch n ist kn. Und das müsste ich eigentlich anders bezeichnen. Das müsste ich vielleicht, naja, gib mal einen anderen Buchstaben. Und das führt natürlich zu Irritationen, weil als Schüler denkt man sich, Schüler denken relativ logisch. Und das ist jetzt sozusagen die Restschuld nach n Jahren. Kn ist sozusagen der aufgezinste Betrag, den ich am Anfang zum Zeitpunkt 0 habe. Und das kann ja nicht Kn und das auch Kn sein. Das wird ja gar keinen Sinn ergeben. So, die Restschuld soll ja dann 0 sein. Und hier stehen die 53.000. Die werden aufgezinst. So die Annuität. So, ich verrechne folgende Zahlen miteinander. Die Klammer ausmultiplizieren. Jetzt kann ich das zusammenfassen. Dann bringe ich den ersten Term hier rüber. Ich dividiere beide Seiten durch diese Zahl. Dann wende ich den Logarithmus auf beiden Seiten an. Und dann dividiere ich durch diese Zahl. Und ich erhalte, so, ich kann Folgendes daraus schlussfolgern. Also, sie schafft es nicht in 4 Jahren, sie braucht ein bisschen länger als 4 Jahre, dass sie aber nur ganzzahlig, also ganze Jahre zahlen kann. Also es wird nur in ganzen Jahren gerechnet. Dafür braucht sie dann 5 Jahre. Okay. Ja, das war 1.3. Nur noch 2 Aufgaben und dann hätten wir es schon wieder. So, 1.4. Die Frau Knapp hat sich Gedanken darüber gemacht, ihr Geschäft zu verkaufen und hat ein Inserat aufgegeben. Darauf haben sich 2 Kaufinteressenten gemeldet. Einmal die Schneiderei Berat Aldemir. Sie macht, also die Schneiderei macht ihr ein folgendes Angebot. Sie sagen ihr, wir geben ihnen sofort 60.000 Euro und jeweils 20.000 in 3 Jahren. Und nochmal 20.000 Euro in 6 Jahren. Na, das ist das Angebot von Aldemir. Dann, wenn wir da, Arnold Koch macht ja auch ein Angebot. Er sagt ihr, 5 jährliche nachschüssige Zahlungen in Höhe von 20.000 Euro. Ja, wir sollen jetzt natürlich herausfinden, welches Angebot besser ist, wenn sie mit einem Zinssatz von 1,8% kalkuliert. Ich muss dazu sagen, diese Aufgabe ist nicht mehr prüfungsrelevant. Die wurde rausgenommen. Ich werde sie trotzdem rechnen, weil sie einfach dazugehört. Ich weiß zwar nicht, warum man sie rausgenommen hat. Ich finde, das ist eine gute Aufgabe, um das Prinzip der Zahlungsströme wirklich zu verstehen. Fangen wir halt mit dem ersten Angebot an. Ich schreibe mir mal die Raten dazu auf. So, also die Schneiderei zahlte zu Beginn 60.000 Euro. Nach 3 Jahren nochmal 20.000 und nach 6 Jahren wiederum 20.000. Um Zahlungen miteinander vergleichen zu können, weil 20.000 nach 3 Jahren sind das gleiche wie 20.000 nach 6 Jahren. Und das vergleicht man einfach mit dem Barwert. Das heißt, alle Zahlungsströme, die ich habe, werden auf einen Zeitpunkt gebracht. Ich könnte auch auf Zeitpunkt 8 bringen. Also alle, spielt keine Rolle zu welchem Zeitpunkt. Aber wir einigen uns mal auf den Zeitpunkt 0, den Barwert. Barwert. Ich mache jetzt einfach mal BW für Barwert. Da die 60.000 schon sich im Zeitpunkt 0 befinden, muss ich da überhaupt nichts machen. Die 20.000 bekommt sie erst in 3 Jahren, die muss ich jetzt abzinsen um 3 Jahre. Und ebenfalls die 20.000, die sie in 6 Jahren bekommt, werden um 6 Jahre abgezinst. Somit sind alle Zahlungen auf einen Zeitpunkt festgelegt. Wir wissen, wenn es auf den Zeitpunkt 0 festgelegt ist, nennt man das einfach einen Barwert. Der Punkt ist hier, ich kann hier keine Formel anwenden, weil die Zahlungen unregelmäßig sind. Erstens, ja gut, die sind zwar gleich, aber nicht zu gleichen Zeitabständen.
Und der erste Betrag ist ja auch schon mal anders als die beiden. Somit muss ich das halt einfach einzeln machen. Gut, ich schreibe jetzt bloß einfach das Ergebnis hin. Ich denke mal, jeder kriegt es in den Taschenrechner gebacken. Und dann kommen 96.927,54 Euro raus. Das heißt, diese ganzen Zahlungen sind zum Zeitpunkt 0 so viel wert. Ja, die sind keine 100.000 wert. Obwohl nominell sind es ja 100.000 Euro. Ja, ich zeige nochmal die Bögen dazu. Also hier nochmal kurz zusammengefasst. Man muss einfach, egal zu welchem Zeitpunkt ich irgendeine Zahlung habe, ich zinse sie in diesem Fall ab. Das nennt man dann auch diskontieren. Und dann kann ich das mit dem anderen Angebot vergleichen. Mit dem anderen Angebot. Schauen wir uns mal das andere Angebot an. Also beim anderen Angebot bekommt sie jeweils nachschüssig 20.000 Euro. Die muss ich ebenfalls abzinsen. Da die Raten jetzt konstant sind, also auch in gleichen Zeitabständen, lässt sich das jetzt doch mit einer Form finden. Nämlich, das ist jetzt der Barwert einer nachschüssigen Rente. Und die Formel kennen wir. Also das heißt die Rate, dann der Rentenendwert, Faktor. Und das muss ich dann noch abzinsen. So, das ist jetzt die Formel für den Barwert einer nachschüssigen Rente. Ich setze jetzt die Werte ein. Ja gut, Q minus 1 ist halt einfach. Jetzt wird noch abgezinst. Ja, gut. Ihr könnt es alle mit dem Taschenrechner umgehen. Und dann sollte rauskommen. So, jetzt sieht man, wenn man jetzt die Barwerte vergleicht, ist das Angebot von Berat Aldemir besser als vom Arnold Koch. Und somit wird sie das, wenn sie es verkauft, an die Schneiderei verkaufen. So, 1.5. Also die Frau Knapp hat sich jetzt nicht für den Verkauf entschieden. Sie will lieber verpachten. Die gute Freundin soll ihr einfach jährlich vorschüssig einen bestimmten Betrag überweisen und die Frau Knapp möchte nach 10 Jahren 100.000 Euro haben. Jetzt soll man natürlich aussehen, wie hoch die Rate ist. Pachtertrag ist die Rate, der Zinssatz ist 1,8%. Es ist vorschüssig und wir kennen den Rentenendwert dieser vorschüssigen. Das sind die 100.000. Schauen wir uns das einfach mal auf der Zahlenachse an. Ja, ich habe dir die Zahlenachse und die Raten schon mal eingetragen. Genau, jetzt müssen wir halt zum Zeitpunkt 10 den Rentenendwert dieser vorschüssigen Rente ausrechnen. Dazu schreiben wir uns die Formel auf. Gut, in der Formelsammlung steht es ein bisschen anders, glaube ich. Schauen wir nach. Ja, hier, also wir haben eine Rente vorschüssig und wir suchen den Rentenendwert. Somit wäre das die Formel. Ich verwende, ja, hier steht K-N. Das ist, ja, das ist eigentlich egal. Ich habe aus meinen vorigen Videos immer den Rentenendwert mit RN bezeichnet. Ihr könnt es natürlich jetzt hier KN Strich hinschreiben. Strich ist immer nur ein Zeichen dafür, dass es um eine vorschüssige Rente sich handelt. Ja, dann schreibe ich halt die Formel hin. Ja, wir setzen einfach mal die Werte ein. Frau Knapp möchte 100.000 Euro haben, also der Rentenendwert dieser vorschüssigen Rente soll 100.000 betragen. Die Rate, also die Pacht, ist unbekannt. Ja gut, Q minus 1. Dann rechne ich diesen Faktor aus. Dividiere durch den Faktor und habe dann die Pacht. So, also die gute Freundin muss halt 9.000, knapp etwas über 9.000 Euro jährlich an die Frau Knapp bezahlen. Ja, so, Freunde, wieder fertig mit der Prüfung 2017. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich noch eine und dann ist gut, glaube ich. Denke mal, 5 Prüfungen reichen aus, um den Stoff einigermaßen zu verstehen. Dann danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.